schreibt mein Scheißstift nicht. Also so ein Mist. Na, ich habe eh nur eine halbe Stunde. Deswegen lasse ich mich jetzt davon aufhalten. Das geht jetzt erstmal weiter. Muss mich was auf der Arbeit abgeben. Gestern habe ich nicht gespielt, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich Dingens mache. Für Klausur lernen habe ich auch gemacht und dann fällt die Klausur aus, Frau ist krank. Yay, geil. Ja, ja, ist halt manchmal so. So. Es gibt ein paar coole Pokémon, es gibt auch viel Schrott. Luxtra. Ja. Frage der Frage ist, wo es irgendwas was kämpfen kann. Ob es nicht nur da dumm rumsteht und erstmal zugucken muss, 20 Level. Hier nicht, dort nicht, da nicht. Vielleicht sind sie ja weg. Kaum mal hart. Wo ist das denn? Also, der Controller ist leer. Ich denke so gerade, hä? Okay, er hat ein niedriges Level wie alle anderen hier gerade, okay. Ursprünglicher Plan war auch Pamamo zu holen. Wäre eigentlich auch ganz sinnvoll. Pamamo. Gut, da muss ich dich halt wieder reinholen, weil du musst ja quasi leveln. Muss das eine halt erstmal zur Seite. Zwei Evolus, keine Pamamamo. Hier ist auch kein Pamamamo. Da steht Shiny, ich sehe hier gerade ein Shiny drin, der Rest ist kein Shiny. Ich kenne euch nämlich. Habe ich nur 8 Boxen? Ne, mittlerweile habe ich mehr Boxen. Wo ist Pamamamo? Wo kann ich halt suchen? Was ist das denn? Ach so. Keine Pamamamamo. Pamamamamo. Irgendwas Gelbes? Nein. Elefant, der sich auch entwickeln. Pamamamamo? Nein. Pamamamamamo? Nein. Box 2, jetzt muss er ja kommen. Da ist er doch. Ah, oh, ich hab mehr gemacht. Nein, das ist ein anderer! Was ist das denn? Das ist die erste Entwicklung. Aber der wäre jetzt in der ersten Box gewesen. Okay. Poom. Der heißt einfach nur Poom. Weil ich will mich die auf die Fleckmann drauf lassen. Man weiß ja nie, ob es shiny ist oder nicht shiny. Bei denen sieht man es ja nicht, weil die fast genau die gleiche Farbe haben. Aus wem wird eigentlich der Wal? Also, man weicht einem aus, der andere kommt. Ich brauchte euch nur einmal. Jetzt könnt ihr mich wieder in Ruhe lassen. Ich mag euch nicht. Ist so ein Pokémon? Mit dem habe ich keine Identifikation. Das ist einfach so ein hässlicher Hering. Metallischer Hering, irgend sowas. Keine Ahnung. Nervig. Auf meiner Liste steht als nächstes Blutzock. Blutzock ist aber gar nicht in meinem Team. Das ist schon mal schön. Meine mich dann irgendwas anderes. Mein Stift schreibt übrigens nicht. Ich habe eben geschrieben, er schreibt nicht. Bin ja auch ziemlich aufgeregt. Dieser riesige Wal. Aus wem wird dieser Wal eigentlich? Da kommt schon wieder so ein Scheißvieh. Sie sind sogar zu zweit auf mich schon draufgegangen. Da vorne kommt was Gelbes. Aua!
Der Wal hat sich aufgelöst, weil er gegen mich geschwommen ist. Das ist schön. Jetzt kommt doch so ein Vieh. Ja, ich hätte erst an der Arbeit das vorbeigeben sollen und dann spielen. Jetzt ist es natürlich blöd. Entoron. Ich wusste gar nicht, dass ich schon Entoron hab. Tatsächlich. Habe ich bestimmt aber auch gefangen. Weil ich bin der Meinung, ich habe nie einen Entoron entwickelt. Da kannst du mal anfangen. Also bis Folge 8 habe ich noch keins, weil da bin ich... Ne, bis Folge 10 habe ich sogar schon fertig. Und das habe ich nach Kapiteln eingeteilt, da war aber nichts. Trattini ist shiny... blond, rosa. Also! Ich war doch nicht mal aus dem Kampf draußen, da hat er schon Gas gegeben! Was ist das denn? Weil ja da Dingensbummens hier effektiv ist... Schaufler versuche ich mal eben so zu besiegen. Könnte ich mir nämlich den ein oder anderen Schaufler wegmachen. Wie es Pamomamo schafft, auf einem See, wo er so ein Surfbrett hat, einen Schaufler einzusetzen, nach unten sich zu bohren, ins Wasser, ohne nass zu werden oder da, keine Ahnung, Taucherkurs gemacht zu haben, weiß ich nicht. Eigentlich könnte ich hier keinen einsetzen, bin ich der Meinung. Alter! Kann es auch nicht sein, dass die Dinger mich als jagen. Was ist das denn hier? Und er überlebt mit so einem Minifutz. Nein, ich komm nicht weg, Mann! Ich kann nicht springen manchmal. Wie nervig. Naja, wir leveln ja, das ist ja das Gute, aber... Mann! Da habe ich einen Orangenstift, da kann ich schon mal einen Strich wenigstens ziehen. Es ist nicht so... Oh, da kommt der Nächste. Aber die sind kleiner, oder? Ich bin der Meinung, die waren jetzt kleiner. Hat ihn jetzt zweimal nicht angegriffen. Ich dachte jetzt schon, oh oh. Dieser hässliche Wal. Achso, die 4. Ich dachte, das war eine 9. Ich dachte, die 4 ist eine 9. Peinlich. Trattini taucht ab, ist nicht mehr da, das ist schön. So. Gute Frage. Nächste Frage, wo ist der Herrscher des Sees? War das knapp.
Herrscher des Sees ist weiter rechts, weil ich nämlich in die falsche Richtung den Marker gesetzt habe. Das ist schon mal schön. Weiß ich schon mal, dass ich nicht doof bin. Eine Feder. Was? Der schwimmt einfach unten drunter durch. Was ist das denn? Der ist einfach unten drunter durchgeschwommen. Das war jetzt gemein. Das ist doch kacke so. Jetzt wickelt ihr euch eigentlich mal. Es wird Zeit zum Entwickeln. Los, los! Sankapu 25. Ich finde das cool, wie Aquana schwimmt tatsächlich. Ich mag das. Ich weiß immer nicht. Ich glaube, dieser kleine hässliche Fisch da, der wird zu dem riesigen Wal. Sind mich die, die es hier am meisten gibt? Theoretisch abgelesen. Hier soll das Herrscher-Pokémon sein. Bin ich mal gespannt, weil ich sehe noch keins. Da ist ein Sichlor. Welchen Gründen konnte ich es nicht angreifen eben? Wie dumm. Knacksen 48. Gut, dass ich ihm mal einen Beleber gegeben habe, aber das ist gleich 48. Von einem riesigen Herrscher-Pokémon sehe ich einfach nichts gerade. Kämpft der Mann da hinten? Wäre vielleicht schön, wenn mit Knackrack kommt, Knackse zu Knackrack wird. Weil ich glaube, Blutzucker auf Oma kriege ich auch schnell hin. 31. Ich sehe nur diese kleinen Fische hier. Aber ihr seid doch nicht das, was ich suche. In allen Farben habe ich das Gefühl.
Noch ein Pinkes. Taxi-Pilot mit Elefant. Mach's gut. Ich dachte, Knackhack entwickelt sich 48. Was? Da fehlt noch ein Level. Was ist das denn? Ich will keinen Sonderbaum eingeben, wenn nur die Hälfte fehlt ungefähr. Das ist blöd. Es wäre doch dumm, wenn ich jetzt ein ganzes Sonderbaum ausgebe für ihn, obwohl nur die Hälfte jetzt noch fehlt. Ich habe bei Dings hingeguckt, bei Pupita auf Level Up. Ich wollte schon gerade sagen, hey, der war doch im Level Up bei ihm. Also hier soll der Drachenherrscher sein. Diesen Ball kann ich auch nicht aufheben. Kann aber auch sein, dass er hier gerade irgendwo in der Nähe schwimmt. Wow. Die kommen aber auch angeschossen von der Seite. Was? Entwickel dich jetzt! Gibt's doch nicht. Also irgendwas von einem Drachenherrscher-Pokémon sehe ich hier aber gar nicht in diesem See gerade. Es müsste ja sowas wie Donphan sein. Irgendwas komisches. Anders aussehendes, metallisches Ungetüm, was nervt und eklig ist. Jetzt ist es soweit. Es gibt keine Ausflüchte mehr.
Knackruck. Ich mag das Pokémon. Das ist cool. Und stark. Blutzuck, Schmuckuck. Nee. Hier ist nichts, was blutzuckig aussieht. Ich habe scheinbar schon Omot. Und habe nicht es durchgestrichen. Würde ich es behaupten. So ist es. Das ist schön. Habe ich mir nämlich das hier auch gespart. Dann sehe dieser als nächstes. Blutzug wäre halt schon schnell gegangen. Es hätte halt gepasst, aber wer nicht will, der hat schon. So, Dingsbums, da hätte er auch gegangen. Sie. Den habe ich aber auch schon seine Entwicklung. Das sind die, die ich das einmal gesucht habe zum Abzeichnen, die nicht kam. Ja, dann. Geh du. Bringt ja alles nichts. Das muss ja so oder so gemacht werden. Tatsächlich würde ich jetzt gerne mal wieder ein bisschen suchen gehen. Scheiße. Das ist natürlich schön und macht Spaß hier zu spielen, aber es ist natürlich auch doof, weil ich ja eigentlich das Herrscher-Pokémon suche und es nicht finde. Ich habe jetzt zwei Stück, die sind schon so übers Level. Dass die anderen irgendwie gar keine Lust haben, mehr zu kommen. Scheiße. Level 30 entwickelt hat sich doch schon. Das ist ja schon soweit. Na, das ging doch mal schnell. Nur wieder die Frage, wo steht er? Ich sehe ihn mal wieder nicht. Wie immer, ich sehe mal wieder nichts. Mir steht noch Gilibunkel, der ist aber, habe ich aber auch schon entwickelt, bin ich der Meinung. Der dauert ewig.
Der auch. Wir sollten mal wieder Schatztruhen abklappern. Würde sich wahrscheinlich lohnen. Vielleicht kommt das Drachen-Pokémon auch nur bei Nacht. Oder bei Nebel, bei Regen oder was weiß ich. Ach, jetzt! Jetzt durfte ich. Oder vielleicht fliegt sie in der Luft. Ich hab's nicht gesehen. Da kann ich doch bestimmt hochklettern. Aufgegeben. Versucht da mal hochzukommen. Einfach weil ich ein Hochkommer bin. Mann! Geht auch mal aus dem Weg. Pupita, schalala. Skungapu, wann entwickelst du dich? Besser jetzt als nie, würde ich sagen. Au! Scheiße. Da unten springt einfach mal ein Meryl. Es fängt an zu regnen. Das reicht doch. Das Spiel braucht immer ein bisschen länger, es zu sehen, zu kapieren. Ich würde gerne tatsächlich mal da hinten. Hin. Schade, dass sie alle dieselbe Farbe haben. Tratini, Schmini, Wini, Fischi, Bischi, Tischi. Da muss ich irgendwie hin. Da oben ist nämlich wieder irgend so ein Türöffner. Du lenkst die ab. Machst du fertig. Ich versuche hier oben hinzukommen.
toll. Ich will jetzt nicht fliegen. Ich will, dass du da hochgehst. Mach doch mal so einen Doppelsprung. So schwer kann das ja nicht sein. Wie viel gibt er denn, wenn ich ihn herausfordere? Herrschei. Habe ich übrigens nie aufgeschrieben auf irgendwas. Sollte ich vielleicht auch fangen, damit wir es einfach haben, weil ich habe keine Angst, wem der werden könnte. Lass mich doch in Ruhe. Ach ja, als ob der da noch da rauskommt. Der war schon drin. Ja, mehr als regnen kannst dich, mein Freund. Das will ich nicht, dass so ein riesiges Vieh auf mich fällt. Ah, einen Köderball haben wir doch. Hat ja super was geklappt. Levelball. Ist er eigentlich größer als Weilaut? Nee, oder? Nee. Ich glaub nicht. Lass dich nicht verarschen, vor allem nicht beim Schmeißen. Ich mach jetzt irgendeine Attacke. Dass man auf den Sack geht. Pizza. Hätte ich mir auch sparen können, tatsächlich. Da es mir zu blöd ist, versuche ich jetzt zu fliehen. Ich habe ja nichts mehr, was hochleveliges ist. Und wird mir total untypisch gefehlt, dass jetzt das Meeresherrscher-Pokémon hier erscheint. Hm?
Montanata. Und dann irgendwo in den Süden. Da. Wow. Eins. Und dann müssen wir Frage. Dahin. Da gibt's Kribruck. Das ist ein Ruin. Dort sollte sich immer mindestens ein Kribruck aufhalten. Theoretisch. Tatsächlich ist da eins. Tatsächlich funktioniert es auf Anhieb. Muss jetzt natürlich erstmal im Ball bleiben. Wie wir bei dem Wal eben gesehen haben, schon eine Sache für sich ist. Nach leuchtende Perle ist es aber auch gut, dass es mal so einfach ist, den zu fangen, weil da war es nämlich ekelhaft. Yes, man! Es besteht aus 108 Geistern. Kindwurm. Ich glaube, der tut sich sogar 30 ist erstmal entwickeln. Ne? Den habe ich doch bestimmt aufgeschrieben. Genau, 30 zu Draschel, aber Draschel habe ich glaube ich schon. Hätte ich mir auch sparen können. Und dann 50.
Miau, miau. Da! Ein Schwert oder sowas. Irgendwas zum Rausziehen und Geld. Natürlich will ich es rausziehen. Es passiert irgendwas. Nee, doch nicht. Das ist aber Geld. So, gute Frage. Nächste Frage wäre, wo ist der nächste Turm? Da steht ein Mann. Ich weiß nicht, ob ich den schon rausgefordert habe. Er sagt auf jeden Fall Huhu. Das ist immer ein Zeichen, dass er kämpfen will eigentlich. Huhu, hier bin ich. Wer ist da? Ich? Dim, 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 dim. Ich hätte schon gern noch eine Kiste wenigstens. Ich hatte nur noch 5 Minuten, glaube ich. Aber eine Kiste hätte ich schon gern. Und eigentlich auch, dass sich Kindbaum entwickelt. Eigentlich hätte ich viel mehr gern. Weil ich jetzt in der halben Stunde mich nur ein Pokémon neu hab. Ne, zwei, glaube ich. Ne, im Ernst, wer bist du? Der macht mir Angst. Im Grunde geht es ihm ja auch nichts an, wer wir sind. Weil er ist ein Niemand. Und wir haben 8 Orden. Ich glaube, wir sollten uns nicht vorstellen. Er sollte sich uns vorstellen. Übrigens habe ich ja mal in irgendeiner Folge gesagt, habe ich mich beim Kapitelschneiden gesehen. Ja, das wäre ja noch eine Entwicklung. Nee, es ist natürlich so bei Löwen, Männchen, Frauchen und die haben halt keine Miene, ne? Oh, das sieht voll geil aus. Was ist das? Mit Sternchen. Das funkelt so schön. Das will ich machen. Das war voll schön, es hat so schön gefunkelt und geleuchtet und ach, das war schön. Das hat mir gefallen. Aber es hat nicht so schön geleuchtet, weil es ein Shiny war. Das ärgert mich schon ein bisschen. Ich dachte schon, ja, wenn das so funkelt und leuchtet, das ist was Besonderes, aber ne. Kann von den IV-Werten irgendwas Besonderes sein, aber naja. Dum, 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 dum.
Ich meine, die Raids machen Sinn wegen Gewürzen, wegen Sonderbonbons, was weiß ich. Aber ansonsten für den privaten Gebrauch. Naja. Braucht man nicht unbedingt, würde ich sagen. 105 Kilo, das Scheißvieh. Ich höre auch schon wieder Geld. Jetzt nicht mehr. Weißt du, dass du im Weg bist? Nö, hat's eingesammelt. Guter Junge. Ach, da war ein Giergespenst. Ich wollte schon. Hä? Das war jetzt irgendwie total doof. Das war jetzt richtig doof vom Spiel. Ja, aber von dem Turm sehe ich noch nichts. Aber wenn das hier die Stelle ist, die ich in Erinnerung habe, kommt jetzt hier gleich eh nur so ein blöde. Stimmt, hier ist nämlich der Schmierhain. Aber ich glaube, aus dem Pokémon-Baum habe ich alle. Ich habe falsch angefangen. Ja. Ah, ist immer noch ein. Ich will zumindest da hinten zu diesen Leuchttürmchen fahren. Aber ich glaube, das sind keine. Die zählen nicht als Aussichtspunkt, dann kriege ich doch nicht diese wunderschönen, wunderschönen kleinen Münzchen. Imantis. Was ist das denn? Finde ich schön, dass ich runtergesprungen bin. Da oben war nämlich so ein Turm. Aber den will ich noch herausfordern, machen wir das den Turm in der nächsten Runde. Weil nämlich da ist meine Zeit ist vorbei. Eigentlich ist meine halbe Stunde auch schon lange vorbei. Ich wollte noch was machen. Kobunin. Zeig uns deinen Kopf. Ja, mit dem Kopf solltest du vielleicht keine Kopfnuss mehr machen. Das wird nicht so viel bringen, mein Freund. Thank you.
warum so ein kleiner Wurm zu sowas wird. Man weiß es nicht. So, Freunde, Nacht. Weiter geht es, der Storch hat uns angegriffen. Geh du weg, Junge, geh du weg. Warum ist das so schief? Was ist denn mit dem Tour? Geld! Der schiefe Turm, okay. Wie komme ich da hoch? Noch mehr Geld. Aber wenn hier schon unten Geld ist, dann wird hier oben wohl nichts mehr sein, nehme ich an. Weil das so gemein ist. Ich komme da nicht hoch. Ist das sogar die Leiter, wo ich damals halt hochkam und dachte, man kommt diese Leiter nicht hoch? Aua. Sehr effektiv. Und wieder ist alles weit weg. Uah. Ein Wuffelstein, ein Wuffelstein. Aber ich brauche einfach nur Türme. Und dann ist meine Frage, ob man irgendwo sieht, wie viel Giergespenstmünzen man hat. Wahrscheinlich bei Items, nicht im Pokémon-Beutel. Bei den Verkaufssachen macht es irgendwie keinen Sinn. Hier gibt es Nachthaare. Sollte ich vielleicht fangen, weil ich habe nämlich noch keins. Ich habe nicht für den Pokédex geguckt. War nett, mal mit. Anstatt nach Tara kommt Flamara. Aber ich glaube, Flamara habe ich schon, siehst du? Das war eine Tasse, das war kein Geld.
Ach, das war der Schwanz. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das Rote da? Tatsächlich habe ich ihn aber noch nicht entwickelt bis jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich einen Stein habe. Eigentlich war es dumm, ihn zu besiegen. Aber ich will ihn jetzt erstmal besiegen. Sehr effektiv. Die Frage ist jetzt natürlich, wann Scharf sich entwickelt. Ich weiß nicht, solche Pokémon, ich mag die dann doch lieber entwickeln, weil die eigentlich einfach zu fangen sind. Ich mag das nicht so, dass man diese 0815 auch noch fängt. Irgendwas muss man ja auch entwickeln. Andererseits, manche dauern halt ewig, da mache ich es dann schon, damit es hier halt schneller geht. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Wow. Böser Finger. Eigentlich war ich auf der Suche nach Türmchen, die ja überall sein sollen. Es gibt ja auch so Karten auf Dingensbummens. Hier war die Ruine, okay. Hier war die Ruine, wo ich schon war, vor allem. Mit den Hypnos. Stimmt, hier gab es auch die Tassen. Hier habe ich die Tasse. Hier habe ich die Tasse gefunden. Und dann oben auf dem Berg sollte ich eigentlich auch die Türme besser sehen. Au! Den entscheiden hätte ich auch gern. Au! Drei Donphans, so einer, so einer, so einer. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut zum Leveln hier gerade. Ich sehe halt nur keinen einzigen Turm. Was? Level 20? Oh Mann, ich muss hier weg. Level 20 ist doch scheiße. Und er besteht eine Schaufelattacke, ist klar.
Wie sieht es hier in der Ecke nach dem Turm aus? Da sehe ich schon mal einen. Da hinten ist ein Leuchtturm oder sowas. Da links wäre auch noch einer. Rechts wieder gar nichts. Warum gehe ich denn so tief runter? Ich glaube, so komme ich hin. Es kann sein, dass ich das Problem gerade war. Weil ich so blöd zum Springen war. Anders, da wüsste ich mich nicht, wie man da jetzt hinkommen soll, tatsächlich. Komm schon! Ach Gott. Wie knapp, ey. Ob das so knapp sein soll? Ich glaube weniger. Bin ich falsch abgesprungen oder zu spät? Nein! Oh Glück. Ich habe einen Schatz gefunden. Ich auch gleich. Warum stehen hier eigentlich zwei Trainer nebeneinander? Gruff! Also, hohes Level kann er nicht haben. Leider. 20. Yay. Mann! Mach hin jetzt. Hast du Spaß am Kämpfen? Es geht. Ernsthaft, dass da einer fehlt. Ich glaube, unten war so ein kleiner, der Horror macht. Ja, Glück. Level 15. Geil. Was war das? Eine Kugel. Schwein! Schweinekugel. Das ist pink. Ich dachte, ich hätte Nein gedrückt. Naja, egal.
Warum wird ein Terror Raid bei mir wieder angezeigt? Komisch. Als ob ich noch nie gehabt hätte. So, dann wollen wir mal Bonbons verteilen. Hier ausgeknirscht jetzt. Jetzt ist ja gerade mal Nacht. Also ich über den Spiel ist es relativ selten, dass Nacht ist, deswegen. Muss ich gerade das ausnutzen? Nein, nicht du. Obwohl du auch, aber nicht jetzt. Nicht ein bisschen zu stark hier. Was? Meinst du gerade dich oder mich? Mit deinem Tutska da. Level 15. An dir, mein Freund, trainier mehr. Abgezogen. Ich dachte schon, ich verkack's und muss jetzt nochmal da außen rumlaufen. Wäre so typisch ich gewesen.
Aus einem einfachen Weg macht man einen schweren. Nein! Ich komme da hoch, Mann! An sich, der Sprung ist nicht schwer, aber wenn man wieder hochkommt, wird es schwierig. Level 8. Ernsthaft? Es gibt diese 5% Wahrscheinlichkeit, dass so eine Kiste respawnt. Hört sich wenig an, wenn du es 10 Tage lang machst, sind die 5% schon ein bisschen mehr. Die Chance höher. Aber ihr seht, da ist schon wieder einer. Jetzt noch wissen würde, wo der nächste Turm ist, dann wäre ich sehr zufrieden. Ich bin der Meinung, wir brauchen 999 Stück. Ob man die haben, wage ich zu bezweifeln. Man könnte es mal ausprobieren über ein Sonderbonbon. Carpador. Das Nobilica, das kann die nicht so schlecht sein hier. Aber wenn er schon wieder ein Ferkel ist, dann könnten die auch nicht so hoch sein hier. Ach du Scheiße. Sind die jetzt gerade so niedrig wegen Ferkuli oder ist das Nobilica einfach sehr tief unter dem Level, was sich entwickelt? Shit. Ist auch 16. Das ist nicht zu fassen. Oh. Ja, okay. Oh, ich halte den Ball nett. Mir doch egal. Weil ich will auf jeden Fall dann nochmal ins Schneegebiet oder irgendwo hin, wo es höhere gibt, damit das Nom Nom ein Level abbekommt. Wieder habe ich meinen Willen bekommen und es hier hochgeschafft. Ich bin kein Fan von einfachen Wegen, wie man sieht. Einfach kann jeder.
Toll, jetzt weiß ich nicht, ob der Turm links oder rechts war. Oder gerade der Sternschnuppe oder so. Ja, wo will ich eigentlich hin? Wo will ich hin? Das sind gute und berechtigte Fragen, die man nicht beantworten kann. Ich weiß nur, da ist ein Enteron. Was ist das denn? Dreiunddreißig. Es überlebt sogar. Los jetzt, entwickel dich. Geld. Wow. Eine Münze. Eine ganze Münze. Unfassbar. Ich weiß halt, irgendwie laufe ich nicht Richtung Turm, habe ich das Gefühl. Ich laufe, keine Ahnung, wohin. Irgendwo ins Niemand. Ins Land. Wieder hoch. Ich will den Ausguck genießen, nicht den Ausguck. Ja. Toll. War ein bisschen spät. Ernsthaft? Kampfteamorden habe ich immer noch nicht. Warum nicht? Aber ich will jetzt erstmal das Nom-Nom hochmachen. Deswegen muss ich jetzt hier leider kämpfen. Ich muss jetzt hier leider kämpfen. Ob ich will oder nicht.
leuchtet so schön. Erleuchte mich! Typ Geist. Vielleicht hättest du dein Normaltyp behalten sollen. Ach nö. Ich merk's auch gerade. Wir waren zu langsam, weil es ist ja schon wieder Tag. Snom Nom kann sich gerade nicht entwickeln. Das ist so nervig. Manchmal hat man so wenig Zeit. Was ist das? Es geht nicht voran. Schmeiß schon alles von mich. Was, die Pilze sind giftig? Das ist nicht schön, ne? So, wir versuchen jetzt den mal zu fangen. Dann müssen wir nämlich nicht mehr entwickeln. Weil er dauert nämlich auch ewig.
Und ich habe nirgends stehen, das ist auch schön. Doch, da. ...52 wär's. Das sparen wir uns jetzt schon mal. So. Und dann machen wir jetzt einen Break. Thank you.